Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. So, ich muss mal ganz kurz noch, sorry, das Mikrofon ein bisschen fein tunen. So, damit ich gut sitzen kann hier. Das kommt auch noch so, da. Okay, wir können loslegen, glaube ich. So, Generation Zero, los geht's. Habe ich Sound? Höre ich was? Habt ihr Sound? Hört ihr was? Ich meine vom Spiel. Ich höre schon was. Ich höre nur sehr leise. Wie geht's denn bei euch? Ich brauche mal kurz hier wieder null vorbereitet hier. Da drücke ich immer, ne? Vielleicht erstmal in Zukunft schauen, ob es wirklich gibt, bevor man den Aufnahmeknopf drückt. Sepoluni, wie wär's denn damit? So, dadurch, dass ich gelesen habe, dass versehentlich Gegner respawnen, die eigentlich nicht respawnen sollten, habe ich ein bisschen Angst gerade. Aber es sieht fast so aus, als wären das tatsächlich alte Bugs, die nicht mehr aktuell sind, oder? Vielleicht wurde das tatsächlich gepatcht. Ich fände es nämlich schade, wenn Gegner respawnen. Denn mir gefällt das Konzept, dass jeder Gegner tatsächlich einfach einmalig in der Welt existiert und so weiter und auch gespeichert wird und sich einfach bewegt, genauso wie ich. So wie der Tyrant. So wie Tranchy. So wie Mr. X in Resident Evil 2 im Remake. So in etwa. Nur für jeden einzelnen Bot. Das finde ich nämlich eigentlich ein cooles Feature und ich fände es schade, wenn das doch nicht so wäre aus Gründen. So. Was haben wir denn hier? Ein Automatgewehr und eine MP. Das sind jetzt natürlich neue Waffen. Aber die Schrotflinte und das Jagdgewehr sind einfach irgendwie so gut, dass ich es auch jetzt nicht weiß. Und ich habe zwei Müller. Haben wir hier nicht vielleicht Werkbänke? Eigentlich sollte man meinen, in unserer Homebase hätten wir Werkbänke, ne? Die sind bestimmt irgendwo. Ich könnte bestimmt mal ganz viel zerlegen. Schreppen. Und so. Aber wo nur? Wo? Oh. Ah ja, genau. Der Lichtschalter, der nur die kleine Lampe da. Ich kann mich erinnern. Ich meine, was weiß ich, wie in Schweden Lichtschalter funktionieren? Vielleicht ist das ein Lichtschalter für eine Steckdose. Oder die Bürolampe ist quasi fest justiert, fest eingebaut oder so. Keine Ahnung. Sagt mal, wollt ihr mir wirklich erzählen, dass es hier keine Werkbänke gibt in dieser Einrichtung? Oder bin ich nur doof? Naja. Wenn das so ist. Ich bin auf Werkbänke gar nicht angewiesen, Spiel. Von mir aus können mir die Werkbänke gestohlen bleiben. Dann gehen wir wieder raus. Was für ein langer Gang. So, dann gehen wir mal zu unserem Missionsziel, oder? Zu unserem Hauptmissionspunkt. Und schauen mal, was uns da erwartet. Wahrscheinlich Gegner. Ja, guck. Hier liegen kaputt. Aber den habe ich nicht kaputt gemacht. Ich war das nicht. Nicht, dass mir dann am Schluss hier die schwedische Regierung eine Rechnung schickt. Ich kann nichts dafür. Ich muss mal schnell gucken. Mir wird hier auf der Karte so ein Schraubschlüssel-Symbol angezeigt. Ach, das ist nur eine Fahrradwerkstatt, das Symbol. Okay. Ja, aber warum spawnen wir uns nicht ein Fahrrad, oder? Ich glaube, das kostet nicht mal was. Ich glaube, ich kann hier das hellblaue Cycle einfach so spawnen. Kostet nichts. Kostenlos. Wie springe ich denn gleich nochmal? Man kann springen, oder? Okay, danke. Ich habe ein bisschen Angst vor Roboter. Ich musste jetzt gerade noch warten mit dem Aufnehmen, weil Legion gerade noch unterwegs war bei uns zu Hause. Und wenn Legion unterwegs ist, dann kann ich nicht aufnehmen.
So bestimmen Roboter jetzt schon mein Leben. Das ist eine... Lang kann es nicht mehr dauern, bis das Spiel Realität wird. Liedchen ist unser Staubsauger. Die Merlin hat ja eine Hausstauballergie. Was wirklich, wirklich, wirklich lästig ist. Ne? Manche von euch werden es vielleicht selber am eigenen Leib kennen. Wirklich doof. Und da ist Legion sehr hilfreich. Ist zwar eine ordentliche Investition gewesen, aber da macht schon Sinn bei einer Hausstauballergie, dass man da einen ordentlichen kleinen Roboter investiert. Der fährt jetzt zweimal am Tag und macht die Wohnung sauber. Oh, fliegt da was? Oh, oh, ich glaube, da fliegt was. Und das hilft schon sehr ihr. Und mit den Katzenklos ist es auch praktisch. Weil die Katzen halt gerne mal so ein bisschen großzügig rumbuddeln in ihrem Klo. Und das Katzenstreu schön verteilen überall. Da macht das schon auch Sinn, dass Legion zweimal am Tag die ganzen Katzenkrümel wegfährt. Und deswegen muss ich jetzt noch warten mit dem Aufnehmen, weil Legion ist schon recht laut. Gerade beim Ausleeren. Da hat er natürlich auch so eine super fancy Station und so Zeugs, wo er dann selber andockt und ausgeleert wird. Und ja, genau. Der hatte gar nichts, oder? Legion. Ich hoffe, wenn die große Roboter-Machtübernahme kommt, dann wird Legion für mich aussagen. Und wird sagen, die haben mich immer gut behandelt. Entweder hat es hier gebrannt oder hier im Dorf hat ein sehr exzentrischer Architekt gewohnt, der das Projekt übernommen hat. Kann sein, man weiß es ja immer nicht. Auf jeden Fall sind hier ziemlich viele kaputte Roboter. Hier hat jemand ganz schön gewütet. Und ich weiß nicht. Ich habe nur die eine Drohne kaputt gemacht. Wahrscheinlich wirklich, ne? Am Schluss, wenn man es durchgespielt hat, kommt dann so eine Cutscene von wegen, ja, und so hast du überlebt und alle gerettet und jetzt kommen die Leute wieder aus ihrem Bunker und so. Und hier ist die Rechnung von der schwedischen Regierung. 563 Milliarden Schwedenmark. Ich weiß nicht, was für eine Währung man in Schweden hat. für die beschädigten Roboter. Ich meine, danke, dass du alle gerettet hast und so, aber irgendwer muss das ja zahlen, ne? Du hast bestimmt Verständnis. Ende. Das wäre ein Twist. Außerdem haben wir unseren Roboter-Militärproduzenten rausgeworfen. Weil irgendwie finden wir das jetzt nicht so gut, dass ein Teenager irgendwie unsere ganze Armee, die wir die letzten 5 Jahre massenproduziert haben, ausgelöscht hat. Ich höre Robogeräusche, oder bilde ich mir das ein? Vielleicht bin ich nur schon Robonoid. Robophob. Auf jeden Fall bin ich robotastisch. Was haben wir denn hier? Ach, so langweilig. Ich dachte, der hier ist fancy, pupancy, nancy. Aber nix da, pupix da, wix da. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Kann mir das mal einer erklären? Ich glaube, wartet mal ganz kurz. Bei mir auf dem Bildschirm, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich glaube, ich muss meinen Bildmodus schnell ändern. Ich habe hier einen Bildmodus, bei dem sie nämlich... Nee, ist eigentlich in Ordnung. Unser Fernseher hat nämlich einige irre Bildmodis, die wirklich sich sehr stark auswirken auf das, was man da sieht. Ja, das ist besser. Naja. Und es war gerade alles ein bisschen komisch. Ist es wirklich besser? Nee, ich glaube nicht. Wo müssen wir denn hin? Ich muss doch da hin, oder? Ich verstehe das nicht. Ach, der Sportplatz. Ich glaube, das Haus ist nicht der Sportplatz. Aber warum wird mir der Marker nicht mehr angezeigt? Ist das der Sportplatz?
Ah ja, noch ein Stückchen. Aber mich haben gerade Roboter gesehen. Ah ja, da hinten sehe ich was rumfliegen oder zumindest irgendwie ist da was. Bewegung und so. Ja, ein Fluggerät. Oh oh. Fluggerät, kommst du? Wow, da schießt wer auf mich. Oh oh. Hoppel Heinrich ist auf dem Weg. Oh oh, mit was habe ich mich hier angelegt? Oh oh. Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Nein, falsch. Genau. Oh shit. Angst. Ach, komm schon, halt dich doch mal still. Oh oh, ouch. Ah. Oh oh. Mann, ey. Ein Mampfi. Noch ein Mampfi, vorsichtshalber. Zurück im Waffenmodus wechselnd. Mein Gott, was für ein unglaubliches Vipernest habe ich denn da jetzt reingestochen? Nicht lustig. Findet meine Katze auch nicht gut. Die beschwert sich gleich. Ja. Mein Gott. Das sind so viele. Ups, das wollte ich gar nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht so blöd. Aber das erwische ich nie wieder, das Ding. Kann ich gleich vergessen. Aber ich stelle wirklich mal schnell eine EMP-Bombe hier hin. Und da gleich noch eine. Hat jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, aber hat mir ein bisschen Zeit zum Nachladen verschafft. Also auch nicht schlecht. Hallo! Drohne, was ist mit dir? Hui, das war wild. Ist es jetzt vorbei? Haben wir gewonnen? Sind wir Champions of the World? Ich hoffe es doch sehr. Na, das war mal... Aber hallo, meine Güte war das. Das war ein Abenteuer. Huiuiui. Das hat mal gefetzt jetzt. Hauptsächlich die Maschine hat gefetzt. Vielleicht habe ich ja bald keine Schrotflintenmunition mehr, dann wechsle ich mal zum Maschinengewehr. Ich meine, die Schubflinte ist schon echt auch gut, ne? Aber halt irgendwie auch nur aus nächster Nähe. Und ich habe schön langsam das Gefühl, vielleicht sollte man den Robotern gar nicht unbedingt so nahe kommen. Vielleicht ist es manchmal eine gute Idee, Abstand zu halten. Und dabei halt ein Maschinengerät wahrscheinlich schon sinnvoller. Soll ich mal in das Haus da noch gucken? Das hat, glaube ich, echte Fenster. Ich glaube, das ist tatsächlich ein... durchsuchbares Haus, bevor wir zum Sportplatz gehen. So. Aha.
eine Kappe. Ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit die Taschenlampe an. Das Essen sieht noch relativ frisch aus, ne? Nicht schimmelig oder so. Lange können die hier alle noch gar nicht weg sein. Ah ja, Heilung ist gut. Wir haben jetzt gerade wirklich viele Erste-Hilfe-Sets verbraucht. Witzigerweise hört man immer so ein Crunch-Geräusch, wenn man das benutzt, als würde die essen. Ich dachte immer, da sind eher Bandagen oder sowas drin. Denke ich eigentlich immer noch. Aber ja, isst die scheinbar. Vielleicht sind es einfach sehr köstliche Bandagen. Könnte sein. Auf jeden Fall sind die überall. Die Frage ist, ist hier über die Terrassentür was reingekommen? Na, die Tür ist nicht eingebrochen oder so. Ich glaube, hier ist einfach jemand rausgelaufen. Möglicherweise sehr schnell. Und verletzt. Hier gab es auf jeden Fall den Kampf. Ah ja. Das war die letzte fehlende Waffe. Einem zeigt es immer an in Gebieten, wie viel von wie viel Waffen wir gefunden haben. Und ich habe mir vorher, als ich das Spiel gestartet habe, noch gedacht, ha, wir haben hier erst 2 von 3 Waffen gefunden. Aber will ich mich wirklich hier in dem Gebiet nochmal genauer umsehen, weil so viele Häuser und... Ne? Und zufälligerweise landen wir jetzt genau... Ha, ob die Entwickler wollten, dass man die Tür öffnen kann? Ich glaube eigentlich nicht. Tja, kann passieren. Oh, können wir jetzt Maniac Mansion spielen? Nee, schade. In jedem Spiel sollte man Maniac Mansion spielen können, finde ich. Okay. Garage gibt's nicht wirklich. Schade, dass so viele Gebäude und so nur Dekoration sind. Aber wie gesagt, da fehlt auch so ein bisschen, weiß ich nicht genau, Belohnung fürs Durchsuchen fehlt ein bisschen. Weil ja, jetzt habe ich halt die Waffe zum 5. Mal gefunden. Okay, toll. Naja, mit Evakuierungszone ist hier wahrscheinlich nicht mehr viel los. Aber ich soll jetzt Hinweise über die Evakuierung finden. Tor! Schweden ist Weltmeister! Alle hopp. Oktoberfest. Haha. Aha, ein Automobil und ein Lastwagen und noch was Wichtiges. Scheinbar hat hier nie wirklich eine Evakuierung stattgefunden, so wie es aussieht. Manchmal lassen sich die Motorhauben nicht wirklich öffnen. Evakuierung abgeschlossen. Okay, aber die Basis wurde nicht mehr erreicht. Eine Karte. Scherngartenregion. Gebiete markiert, in das die Zivilisten möglicherweise evakuiert wurden. Dann habe ich jetzt wohl ein paar neue Gebiete. Die wir uns anschauen können. Ah, ja. Das mit der Evakuierung hier hat wahrscheinlich dann auch letztendlich nicht so gut geklappt irgendwie. Sieht zumindest so aus, oder? Ah, nicht mal die Standardheilung kann ich nehmen. Na, komm schon. Ja,
Jetzt haben wir sie. Sehr gut. Schauen wir mal kurz auf die Map. Le Mappe. Foto. Saltwallen. Sehenswürdigkeit. Dann. Wo sind bitte unsere Missionsziele? Ich dachte, wir hätten Missionsziele. Ach, da unten. Die Heimmannschaft. Hauptmission. Überlastet. Moment, sind wir überlastet, weil wir zu viel mit uns rumtragen? Würde mich nicht wundern. Aber dann könnte man mal zurück in den Unterschlupf. Nur leider kann ich in dem Unterschlupf irgendwie gar nicht craften, was mich nervt. Deswegen gehe ich lieber in den Bauernhof Stenghager. Da weiß ich wenigstens, was man hat. Oder so. Level 3 Punkte, so und so viel. Aktive Rivalen einer. Ich schätze mal, das ist so eine Art Super-Weltboss hier oben, ne? Ulven. Ulven. Den schnappen wir uns auch noch, den Ulven. Aber heute nicht mehr. Für heute ist erstmal Schluss. Unseren großen Kampf heute hatten wir schon. Und morgen müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Inventar managen offensichtlich. Weil wir sind scheinbar überladen. Und dann geht's weiter Richtung Hauptmission. Und irgendwann schnappen wir uns Ulven. Den alten Tyrannen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.